Hallöchen und willkommen hier zurück auf der Isla Muerta, der Insel der Toten, wie der gute Doktor Ian Malcolm das so schön treffend formuliert hat. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Park übernommen, der ja so einige Problemchen hat. Also irgendwie keine Dino-Attraktionen, ansonsten nur ja Verluste schreibt sozusagen rote Zahlen. Inzwischen haben wir das ein bisschen aufgebessert. Wir können jetzt zumindest schon mal Expeditionen starten. Wir können Fossilien erforschen. Wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen Umsatz generieren. 60.000 pro Minute ist noch nicht so doll viel, aber zumindest schon mal der Anfang gemacht. Das heißt, es geht langsam aber sicher bergauf. Das ist ja das Wichtigste, ne? Also ganz wichtig, dass man hier zumindest ein bisschen Kohle generiert, sonst würde es hier nicht. So, ganz kurz gucken. Das können wir vielleicht mal austauschen. Finden wir mal bessere Plätze. So. Ich wundere es, dass hier so die anderen, die Eingänge hier quasi im Prinzip überhaupt gar nicht dazu passen zum Weg, aber naja, so ist es halt. Alles klar. Gut, das hätten wir mal ausgetauscht. Dann hier hinten einmal, das ist auch alles in Ordnung. Das haben wir ja sowieso schon so gebaut. Und hier vorne das noch austauschen. Sehr schön. Cool. Okay, dann würde ich sagen, guck mal ganz kurz ins Fossilienzentrum. Da ist ja die Expedition schon zurückgekommen, was wir Schönes gefunden haben. Das ist nichts wert, aber Geld brauchen wir natürlich auch. So, Velociraptor. Stimmt, wir hatten ja beim letzten Mal den Velociraptor hier schon mal in Angriff genommen. Die erste Expedition gestartet und wir schicken gleich mal die nächste los, denn Velociraptoren sind auf jeden Fall richtig geil und die wollen wir auf jeden Fall auch haben für das Gehege hier. So, was haben wir denn hier vorne noch Schönes? Der komische Dilo hier unten noch. Hyayangosaurus, den haben wir schon. Dilo, Chunkingosaurus. Oh Gott, was das alles für Dinos sind. Die habe ich noch nie gehört. Was nichts zu heißen hat, denn ich bin jetzt auch nicht gerade so der Dino-Experte, aber das macht nichts. Okay, so, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal hier futtern. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt hier insgesamt schon mal reicht. Ich sehe gerade, wir haben noch gar keinen Gesamtauftrag. Den holen wir uns mal ganz kurz. Kontrollraum, Mission. Ach, die sind noch gesperrt. Okay, Mission Nummer 2, ich weiß gar nicht. Ach so, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Ruf, damit wir überhaupt erstmal die Aufträge freischalten. Alles klar. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Wir nehmen auf jeden Fall noch einen ganz normalen Auftrag an. Einen neuen Auftrag anfordern. Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Ja, das Problem ist natürlich, das wollen wir nicht. Ich will jetzt erstmal nichts verkaufen, denn wir brauchen die Attraktion, sonst können wir ja kein Geld generieren. Wir haben aktuell nicht genug Kohle, um halt überhaupt irgendwie was loszuwerden. So. Okay, dann müssen wir ganz kurz schauen, wie wir als nächstes planen. Wir haben auf jeden Fall nicht ganz so viel Bauplatz auf der Karte hier. Ihr seht schon, relativ überschaubar. So dass wir auf jeden Fall ein bisschen anders planen müssen. Ist halt auch mal die Frage, wie groß insgesamt der Weg ist. So, hier hinten baue ich erstmal einen Weg durch, dass wir das nicht vergessen, denn hier gibt es, glaube ich, nichts anderes, was wir hinten bauen können. Ah, vielleicht nicht unbedingt mitten in die Mitte. Kommen wir oben hin oder so. Okay, ist auch wieder abschüssiges Gelände hier hinten. Alles so uneben. Aber hier dürften wir auf jeden Fall das ein oder andere Gehege hinbekommen. Das müsste ganz gut passen. Und dann können wir auf jeden Fall mal etwas vorausschauender planen. Die Frage ist natürlich, Moment, wir brauchen Betriebsgebäude. Sturmabwehrstation, ganz wichtig. Denn hier gibt es ab und zu mal Stürme. Dass wir hier vielleicht eine Sturmabwehrstation noch hinbauen. Die Frage ist natürlich, wohin? Hier vorne vielleicht direkt rein? Würde, glaube ich, ganz gut passen. Die deckt einen relativ großen Bereich ab. Bis auf das Kraftwerk da hinten. Ich bin halt auch nicht ganz sicher, wie das insgesamt funktioniert mit der Sturmabwehrstation. Also ob die generell irgendwie die Schäden verhindert oder reduziert, da weiß ich nicht ganz genau. Müssen wir mal gucken. So, echt mal überlegen hier hinten hin. Kurz schauen. Wir brauchen auf jeden Fall dann hier vorne irgendwie noch was und hier drüben. Ich will ja auch nicht zu viele bauen. Das kostet halt unwahrscheinlich viel Geld, glaube ich. Ganz kurz schauen. Betriebsgebäude. Obwohl, es geht eigentlich 5 Strom. Ist in Ordnung. Da können wir auch ein paar mehr bauen. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir das hier so machen, wie bei der anderen Insel, dass wir hier vorne vielleicht die Brutstation hinbauen. Und das können wir mal ganz kurz testen. Vielleicht funktioniert es ja ganz gut. So, Brutstation hier vorne hin.
Da passt natürlich hier vorne nicht. Ich mache erstmal das Ding hier drüben weg. Das brauchen wir gerade aktuell nicht, das Gehege. Da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Platz zum Planen. Wir kriegen auch ein bisschen Geld zurück. Okay, das weg. Alles weg. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier vorne schon mal jetzt hier das Dino-Gehege in Angriff nehmen. Das würde hier vorne ganz gut passen, wenn wir hier auf der anderen Seite noch das gleiche hinkriegen. Dann haut das schon mal hin, soweit glaube ich. Gucken wir ganz kurz nach. Okay, es reicht natürlich nicht ganz, aber das macht nichts. So, bauen wir das mal so. Dass wir das alles ein bisschen, ja, sag ich mal, effizienter gestalten. Die ganze Verwaltung hier müssen Geld sparen ohne Ende. Und das schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir das ein bisschen kompakter machen. Ne? So, Geld sieht's ganz gut aus. Immer noch knapp 60.000. Expedition ansehen. So. Velociraptor. Das Problem ist, glaube ich... Oh, sehr schön. Sehr hohe Qualität für den Velociraptor. Das heißt, es bringt auf jeden Fall mal ordentlich Prozente für den DNA-Strang. Hervorragend. Sehr schön. Cool. Und Forschung auf jeden Fall nicht vernachlässigen, liebe Leute. Ganz wichtig. Gebäude-Upgrades, das haben wir hier unten. Transport kostet auch 2 Millionen. Die Einschienenbahn, die können wir aktuell noch nicht nutzen. Viel zu teuer, können wir uns gar nicht leisten. So. Na, Ausfallschutz sollten wir auf jeden Fall mal noch upgraden. Wir haben dann auf jeden Fall die Möglichkeit, das auf Stufe 2 aufzurüsten. Insgesamt auch die Leistung generell. Ist auch gar nicht so schlecht. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen. Ich hoffe mal... ich baue mal kurz einen Schutzzaun. Nicht, dass sie gleich ausbüchsen, die Dinos. Ne? Das wäre extrem ungünstig. Ist hier ein Weg verbaut? Warum? Mir bin ich ganz sicher, warum das hier verbaut ist. Hallo? Keine Ahnung. Machen wir wieder weg. Muss ich gleich mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, warum das hier nicht funktioniert. Vielleicht wegen dem Wasser. Ist das Wasser hier zu problematisch an der Stelle? Okay, das machen wir schon mal weg hier vorne. Das brauchen wir alles nicht. Das können wir, wie gesagt, dann gleich noch ändern. Okay, ich probiere es nochmal mit dem Zaun. Bauen wir den einfach mal gerade. Verbaut. Was ist denn das Problem? Was ist hier das Problem? Ich weiß es nicht. Können wir... Okay, dort geht. Okay. Oh, shit. Ist natürlich blöd. Den wollte ich eigentlich gar nicht aussperren, hier, den Trike hier vorne. Der muss natürlich in das andere Gehege noch mit rein. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Wäre schön, allerdings das Problem ist, das können wir uns aktuell nicht leisten, denn wir haben nicht genug Kohle, um hier Dinos kämpfen zu lassen. Warte mal kurz, der. Oh, jetzt läuft der hier vorne rein, oder was? Jo, Dino, total super. Mist. Oh, oh. Eintreffender Truppensturm. Liebe Leute, ab in den Schutzbunker. Wie war denn das hier eigentlich? Okay, Schutzraum öffnen. Cher Visiteur, par mesure de précaution et pour votre sécurité, veuillez gagner l'abri le plus proche. Ich finde es übrigens cool, dass hier verschiedene Sprachen tatsächlich bei der Durchsage verwendet werden. Echt cool. Och, Mensch, Trike, komm.
Oh oh. So, ein Gebäude-Upgrade wurde vom Sturm beschädigt. Ja, kleines Kraftwerk besuchen. Da oben ist irgendwas kaputt. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. Das macht aber auch nichts. Struktur beschädigt. Ranger-Team losschicken. Reparieren. Und ich finde den Sturm immer extrem laut hier. Unglaublich, man hört da kaum was. Aber es steht hier auch ein Tropensturm. Okay, so ist denn der Dino? Der Trike ist endlich hier rausgegangen. Sehr schön. Dann erstmal den Schutzzaun bauen. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können vorne das Ding wegreißen. Jawohl, weg damit, weg damit. Alles weg. So, die Kleinen kriegen auf jeden Fall natürlich hier gleich wieder ein neues Gelände hier hin. Das ist nämlich ein bisschen zu wenig, was sie haben. Nicht, dass sie gleich ausrasten, weil die aber keinen Platz haben. Okay, sehr schön. Ich bin gerade überlegen, wie könnte das Reintutsch ein Stück weit hier rüberziehen? Mist. Die hätten wir vielleicht am Anfang mal gucken sollen, dass wir da irgendwie das ein bisschen optimierter bauen. Aber naja, müssen wir durch. Jetzt geht es aktuell gerade nicht. Oder wir dämmen das noch weiter ein. Kriegen wir das hin? Nee, zu nah am Dino. Naja, gut. Ist egal. Okay, so, das immer so. Okay, das müsste einigermaßen hinhauen. Jetzt können wir hier vorne nämlich jetzt das Gehege etwas anpassen, dass wir das hier zumindest schon mal... So, eine Kunde. Okay, ach so, Moment, ich muss ja die Zuschauer wieder rauslassen. Mensch, die hocken immer noch im Bunker. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Ereignisse entstanden sind. Ja, sorry, tut mir leid, aber so ist halt nun mal, Sicherheit geht vor, ne? Die werden sicherlich auch nicht beschweren. Besser als wenn es Unfälle gibt. Okay, Aufgabe hinzufügen. Wir müssen natürlich einiges reparieren, ist ziemlich kaputt hier. Man sieht ja auch schon, irgendwie, da fehlen so ein paar Sachen vom Dach. Irgendwie ein paar... Ziegel oder sonstiges und alles zerstört. Finde ich cool gemacht, dass es so aussieht. Gar nicht so schlecht. Okay, so. Das haben wir hier vorne fertig. Ich hätte gerne hier vorne mal noch so ein bisschen Wald. Ich frage mich echt, wer vor den Park verwaltet hat, denn es ist ja eine absolute Katastrophe, was hier zu sehen ist. Zu nah am Dinosaurier, ja, die könnten nochmal gern woanders hingehen, die Kleinen. Okay, sehr schön. Dann hauen wir das mal weg hier an der Stelle. Genau, weg damit. Thank you.
Die Frage ist natürlich, wir könnten rein theoretisch das irgendwo hier hinbauen. Ich muss mal kurz den Zaun wegmachen, der blockiert da ein bisschen was. So, das weg. Das weg. Okay, sehr schön. Einnahmen pro Minute ist natürlich jetzt nicht so dolle. Logisch, es gibt ja auch nichts zu beobachten hier aktuell. Aber das machen wir gleich. So, Sekunde. Dann haben wir das hier durch. Ich hoffe, ich kriege das hier auch durch. Gerade so. Okay, sehr schön. Dann ziehen wir jetzt einmal hier das Gehege einmal richtig ran da. Wie könnte denn Reitutsch auch... Ah, Moment, habe ich eigentlich schon den großen Stahlzaun erforscht? Ich weiß gar nicht. So, und das hier. Ach, und die schöne Musik dazu. Hervorragend. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut die Musik. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Das heißt, wir können das Gehege etwas verkleinern. Die haben auf jeden Fall genug Platz jetzt hier, die kleinen Dinos, dass es passen sollte. Okay, dann ziehen wir das hier hinten einmal rum an der Stelle. Ich glaube, hier ungefähr war das ja, wo man dann rumbauen kann. So, mal ganz kurz weg hier. Die Frage ist, wir riskieren es mal. Ich hoffe, die büchsen gerade nicht aus, die kleinen. Okay, sehr schön. Hat gut hingehauen. Und der Bereich wird auch gut abgedeckt. Sehr schön. Gut, dann kriegen wir gleich eine Wasserquelle dazu. Und dann haben die auf jeden Fall schon mal hier ein kleines Gehege. So, hier ein paar Bäumchen hin, damit die sich verstecken können, die Kleinen. Und ansonsten müsste es eigentlich ganz gut passen. Okay. So, Bestand ist in Ordnung. Wald haben sie nicht so viel, aber ist immer noch im grünen Bereich. Von daher müsste es ganz gut passen. Und hier vorne bauen wir natürlich ein Tor. Sonst würde es hier nicht. Sehr schön. 70.000 kostet so ein Tor. Wahnsinn. Unglaublich. Ich bin halt am Überlegen, ob wir nicht hier vorne vielleicht gleich noch ein Tor hinbauen. Hier so, an der Stelle. Dann können die Ranger nämlich hier direkt hier reinfahren und von hier aus dann weiter. Nicht, dass sie dann in jedem Zaun hier ein extra Tor brauchen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so günstig, aber naja. So. Wobei, wir brauchen, glaube ich, hier hinten gar keinen Weg, oder? Ich glaube, die können auch so reinfahren. Okay, so, das haut schon mal ganz gut hin. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir schon Velociraptoren ausbrüten können. Ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht, denn da wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen was fehlen. So, Forschung ansehen. Krankheiten. Ich würde sagen, wir... Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Hier sind nicht nur die Dinosaurier am Leben. Die Anlage selbst ist eine Art Organismus. Sie muss wachsen. Okay, so, dann schauen wir ganz kurz nach. Wir können auf jeden Fall hier schon mal Ausfallschutz Stufe 2 auch, glaube ich, bauen. Ja, voll. Oder? Ja, Ausfallschutz Stufe 2. Ersetzen. Und ersetzen. Kostet 60.000, dafür aber deutlich mehr Leistung.
Okay, sehr schön. Das erste Gegner haben wir am Start. Dann können wir mal schauen, ob wir... bin überlegen, wo wir das nächste Gelände bauen. Ja, ich glaube insgesamt die Variante hier mit diesem Ausbrützentrum, dass wir das so ein bisschen aufteilen auf drei verschiedene Gehege, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Die Frage ist jetzt natürlich, mal ganz kurz auf die Karte schauen. Es geht gar nicht so weit runter, aber wir würden auf jeden Fall hier drüben, glaube ich, noch ein Wegland bauen. Er muss halt gucken, wo man hier vernünftig Wege plant. Ist halt ein bisschen ungünstig hier, aber naja, irgendwas ist immer. Okay, so, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das nächste Gehege. Wir könnten hier rein theoretisch dann die Fleischfresser reinpacken oder zumindest ein paar von denen. Also sicherlich nicht alle, aber zumindest einige verbaut. Oh, schade, komme ich hier nicht ran oder was? Hier vorne geht's. Okay, dann nehmen wir das und das. Dann müsste das einigermaßen passen. So, wir entfernen mal ganz kurz hier so ein bisschen was von den Bäumen. Mal ungefähr sehen, wie das Gelände aussieht. Okay, sehr schön. Ja, hier hinten ist es ein bisschen weiter runter, aber das macht nichts. Sie können auch zumindest auf dem etwas schrägeren Teil leben, die Dinos. Noch ein bisschen Wasser hier drin. Ja, und hier fehlt natürlich das Beobachtungszentrum. Ganz wichtig. Das könnten wir vielleicht... wo bauen wir das hin? Hier vielleicht irgendwo. So, das machen wir mal ganz kurz so. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier oben schon mal den Weg. Ganz kurz schauen, ob wir das hier irgendwie hier angeglichen kriegen. Bis hier hinter. Ja, das Problem ist dadurch, dass das hier hinten so weit runter geht, verschwendet man natürlich einiges am Platz. Ne? Das ist halt auch nicht so günstig. Aber so ist es halt. Komm schon. Ich bin darüber überlegen, wo wir dann hier hinten lang bauen. Wahrscheinlich einfach mal hier so direkt rumziehen, das. Na komm. Vielleicht so irgendwie. Also der Weg ist einigermaßen gerade, das sollte passen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich hier noch so eine Beobachtungsstation brauche. Ja, die würde eigentlich gar nicht so schlecht hier vorne hinpassen. Hier so vielleicht in dem Bereich. Da ist die Dino-Sichtbarkeit auf jeden Fall relativ hoch. Ja, da muss ich den Weg nach vorne weg noch machen. Okay, sehr schön. Dann haben wir das nächste Gehege. Naja, fertig würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier... Okay, wir haben auf jeden Fall eine Krankheit. Mal ganz kurz die Ranger losschicken, dass sie sich drum kümmern. Ranger-Team, Aufgaben zufügen.
Was? Fahnenvergiftung zur Heilung benötigt? Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Fahnenvergiftung noch nicht erforscht. Müssen wir uns mal ganz dringend drum kümmern. Geld haben wir auf jeden Fall am Start. Medizinbehandlung hier. Fahnenvergiftung. Das geht ja relativ zügig. 75.000 ist in Ordnung. Das kriegen wir relativ gut hin. Okay, so ein bisschen Wiese hin. Ein bisschen Gemüse ins Wasser. Was auch immer hier gerade geklingelt hat, ich weiß es nicht. Irgendein Windows-Geräusch, was ich nicht ganz erkennen kann. Naja, wir werden sehen. Okay, so. Wir brauchen wieder einen Weg hier vorne. Ganz wichtig, logischerweise. Sonst wird es hier nichts. Okay, so. Das haut hin. Wir brauchen natürlich ein Umspannwerk dort an der Stelle, damit wir überhaupt die Dinos erkennen können. Okay, sehr schön, cool. Dann Ranger-Team los, Aufgabe hinzufügen und den Dino heilen. Na, wir kriegen auf jeden Fall jetzt schon neue Dinos hinzu. Velociraptor ist gerade so 50%. Das reicht natürlich noch nicht, wenn wir den irgendwie ein bisschen manipulieren wollen. Von daher würde ich da noch ein bisschen warten. Aber wir holen auf jeden Fall noch einen Trike dazu und vor allem noch so ein Dingenskind. Hier so einen kleinen Struthiomimus. Ja, schön. So, Expeditionsteam. Ganz wichtig, immer losschicken, auch wenn das Geld kostet, aber das bringt teilweise auch echt gut Geld. Dass wir jetzt zumindest was rankriegen. Ankylosaurus, sehr schön. Was haben wir hier oben noch? Also auf jeden Fall 4 neue Dino-Arten, die wir noch kriegen hier. Insgesamt. Ankylo. Ah, gucken wir mal da. Da haben wir 2 neue Dinos, die wir noch gar nicht haben. Bei den anderen könnte es durchaus sein, dass wir da Fossilien kriegen, die wir vielleicht schon, ja, einfach nur verkaufen können, weil wir die DNA schon voll haben. Aber was soll's. Guti. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein hier an der Stelle. Ich sage schon mal danke fürs Reinschauen. Lasst mir ein paar Tipps da, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder sonstiges. Oder vielleicht Ideen, was ihr am Park sehen wollt. Immer her damit. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Jurassic World Evolution. Bis dann und schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.